So, dann gehen wir aber jetzt mal nach Albert Cavendish. Mal sehen, ob wir hier jetzt was Neues haben. Vor allem haben wir jetzt auch mehr Klingen und da ist halt auch so die Frage, werden wir jetzt hier vielleicht auch mal ein paar von diesen Dingern da machen können. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese Skill-Checks nenne ich es jetzt einfach mal. Aber erstmal sehen, haben wir hier eine Mission von Herrn Santua. Was hat der denn uns zu sagen? Oh, hallo, ihr wollt plaudern? Na dann, habt ihr schon das Neueste gehört? Die kaiserliche Armee hat wohl einen Spion geschnappt, der streng geheime Dokumente gestohlen haben soll. Doch von den Dokumenten keine Spur. Was glaubt ihr, wo er sie wohl versteckt hat? Vielleicht hat er sie verknüpft. Falsch. Wäre ja im Nachhinein die wünschenswertere Alternative gewesen. Lauter Eile hat der Spion in eine Metallkiste gepackt und diese an ein Monster verfüttert. Ja, da staunt ihr was. Und das Monster war, halt euch fest, ein Nekromück. Wisst ja, wie viele von denen hier in Mordain in der Luft herumschwören. Nekromück mit den Dokumenten hat sich mit seinem Schwarm vermischt, unmöglich die auseinanderzuhalten. Auf seinen Kopf wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt, aber da diese Viecher ziemlich gefährlich sind, tja. Nun, ihr könnt euch sicher denken, dass sich kaum jemand auf so einen gefährlichen Auftrag, so einen gefährlichen Auftrag reißt. Wenn ihr wirklich scharf drauf seid, bin ich der Letzte, der euch davon abhalten will. Besiegt die Nekromücks und findet die Dokumente. Bringt sie anschließend zum Soldaten am Tor des Palasts von Hartey, um eure Belohnung zu erhalten. Ach übrigens, mit etwas Geduld lässt sich vielleicht herausfinden, welcher Nekromück die Dokumente in sich trägt. Wer so eine schwere Metallkiste in seinem Bauch trägt, hat garantiert eine verdammt miese Laune. Feststellen werden die Viecher aber erstmal eine ganze Weile beobachten müssen. Also seltener Auftrag. Hi Joel. Wie geht's? Ich habe tatsächlich gerade die Kämpfe in der alten Fabrik abgeschlossen und bin mittlerweile storytechnisch in Lefiria. Falls, ich denke mal, könnte dich interessieren. Dementsprechend, ja. Das hier ist ein Aufzug nach oben oder unten? Oben. In den Thronsaal dann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. It's the dawn of a new day. Let me read you the agenda for today. Und wie du siehst, wir haben Begleitung. Wir haben Begleitung bekommen. Währenddessen, Lefiria fand ich ganz nett. Also Lefiria dürfte wohl mit eines meiner Lieblingsgebiete sein. Muss ich sagen. When I look at it now, this capital of yours is pretty prosperous. Far cry from Gormot. Is that how you see it, Nia? Well, am I wrong? Na, es ist schon sehr unterschiedlich. So much more advanced than Gormot. And you've got army facilities, hot springs. Looks to me like you've got all you need right here. I guess I don't get why you had to go and annex Gormot. Morardane generally has a rather hot climate, you see. We developed ja, sieht man. Actively exploiting technology which uses the heat, as well as that we obtain through salvage. Bei dir sind es Gormod, Uraya und Lefiria. Ja, Gormod ist natürlich. Gormod und Uraya sind halt auch starke Gebiete. Obwohl so ziemlich. Ich muss dann doch sagen, mit mein Lieblingsgebiet ist das vorletzte im Spiel, wenn man das so nennen will. Ich will es jetzt nicht, weil ich will den Namen nicht sagen. Aber das letzte Gebiet vor. Du weißt schon. But as the Titan nears the end of its lifetime, the temperature has started rising steadily. Einfach weil es eine Sache ist, die mich überrascht hat. Glaube ich, meinst du? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich kann es ja mal privat schreiben, gib mir einen Moment. Währenddessen lasse ich den Dialog weiterlaufen. While this has made our heat-powered technologies even more efficient, our farmland has done very much the opposite of flourish.
Ah, okay, ja, so ein bisschen halt, Dings, ne? Bisschen zu wenig auf die Umwelt geachtet. The Titan's lifetime, eh? Yes, but should it be wrong now? The day when Morardane's Titan becomes uninhabitable. So hab's geschrieben. Na ja, gut, so haben sie sich irgendwo in eigenen Untergang gebaut. Das ergibt leider Sinn. Da muss ich sagen, das ergibt halt wirklich Sinn. Hätte eine Alternative gegeben und das alles wegen eures dummen Stolzes? Hätte eine. Our two governments could have just talked, got to know each other, become friends. Ja, gut, das wäre natürlich eine Option gewesen. We were enemies at first, sure, but now we're allies, fighting on the same side. Aber das ist ja empathisch gedacht. Wer macht sowas schon? Empathisch denken. It wouldn't have had to come to war. Perhaps so. If everyone in this world thought like you do, terror and strife wouldn't be so commonplace. Oh, come on. You're not just gonna give up, are you? What do you mean? If there's no need for strife, then we should just get rid of it. Aber wir sehen nicht einfach Rex told us right. If we reach the world tree, there'll be no need for fighting anymore. Naja, das ist ein bisschen optimistisch, würde ich sagen. Also, das ist Rex. Is the answer to all our troubles, do you? I don't care if people laugh. Call it a pipe dream or whatever. I'd rather be an optimist than just despair at the state of the world. Ich meine, das kann man verstehen. You have a point. I hope you lend us your strength to reach that goal, Morag. It'd be grand if we could count on your support. I will. They call me the Empire's finest, and I intend to prove it. Oh. Generell eine sehr, sehr schöne Unterhaltung gerade, muss ich sagen. Ah, okay. Da hatte ich das gerade verwechselt. Ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen. Und ich hab's. Soll ich dir sagen, womit ich das verwechselt habe? The wind is my mate. Ich hab's mit einem Ort aus Final Fantasy 13 verwechselt, tatsächlich. I made the A-Team. Score. Das klingt vielleicht dämlich, aber es hat mit einem Ort aus Final Fantasy 13 verwechselt, der sehr ähnlich klingt. The wind is my mate. Oder der auch mit O anfängt, was auch eine zerstörte Stadt ist. Dementsprechend war ich dann gerade. Aber ich hab mir so gedacht, dass du mit dem O das andere meinst, weil es ist halt einfach ein Name, den man sich einprägt aus Gründen, die ich jetzt nicht nennen will und oder kann. Ockbottom, ja genau, Ockbottom. Okay. Make way for me. Oh, hier kann ich jetzt die Leiter runtertreten? Oder kann ich einfach nur die Leiter... Ah, ich kann nur die Leiter runter. Und hier oben ist nichts mehr? Dann wird wohl mein Ziel am anderen Ende dieser Leiter sein. Solange ich dann kein Leid erleiden muss. Wenn ich den Weg hier lang gehe. Und ja, sorry, der musste sein. Ich muss halt immer noch gucken, wie ich da unten hinkomme. Das wusste ich mal, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da unten komme. Da muss ich ja für eine Quest hin. Aber ja gut, das werden wir dann sehen. Oh, hier muss man bisschen Plattforming machen. Ansonsten ist man, glaube ich, etwas matsch. Ich habe nicht mal gewusst, ob das hier ein Reisepunkt war, deswegen war ich gerade so. Hoffentlich ist das hier ein Reisepunkt.
Und by the way, Joel, ich habe immer noch keine Healing-Klinge gezogen, ne? The way is clear. Poppy Boosters engaged. Da denke ich mir auch so, wow, ich hab da echt ganz schön Pech. Keine einzige Healing-Klinge bis jetzt. Ich kann aber mal Mauer gerade mal Random-Klingen synchronisieren. Ah, eine Erdklinge. Darauf habe ich tatsächlich gerade gehofft. So, dann kann ich nämlich Morwag zumindest für kurz diese Erdklinge ausrüsten. Heal or no heal? Ja, Spiel sagt mir anscheinend no heal. But I want the heal. It has a certain appeal. Okay, let's get the party started. Vor allem kann ich dann auch mal Daggers woanders hinsetzen. Und das wäre halt auch eine ganz schöne Sache, finde ich. Und das nenne ich mal einen sportlichen Sprung. Hast aber ziemlich wenig Kernkristalle. Ja. Möglich? Ernsthaft, ich brauche noch ein Erdelement. Haben wir gleich. Weil ich glaube, Gorg, trägt hierzu nicht wenig bei, aber naja. So, jetzt haben wir nämlich die vier Erdelemente. Könnte ja ein paar geben, wenn ich es könnte. Ja gut, ich habe theoretisch auch noch meine DLC-Pack-Items, aber die benutze ich absichtlich nicht in dem Playthrough. Ich will das Spiel Vanilla spielen, um es mal so zu nennen. Wenn ich das jetzt nochmal brauche, ne? Gut. Sieht nämlich nicht so aus, ob ich das nochmal brauchen würde. Ja, Vanilla ist besser. Wow. Ja, Schokolade ist besser als Vanilla. Den Motorsplitter. Wem geben wir denn jetzt den Motorsplitter? Das kommt halt ganz auf die Stats an, die der ist. Der Splitter hat. Er hat eine hohe Blockrate. Ich meine, das hier, Percival, wäre eine gute Idee. Hat halt eine hohe Block, aber keine hohe Crit-Rate. Würde sich halt anbieten. Machen wir das doch. Und den Magnetsplitter für Walk? Nein, für Fiber. Und ich muss jetzt auch mal wieder die ganzen Klingen wieder zurücksortieren. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich sagen, aber man weiß ja immer, welche Klingen man ausgerüstet hat. So, ich will aber mit keiner Billo-Klinge rumlaufen. Ach, wisst ihr was, ganz fair, Protokolle sind zum Ausgeben da. Ah ne, warte, Elektra ist ja gerade auf eine Mission. War gerade so, Transferprotokolle sind zum Ausgeben da, ich wechsle auf Elektra. Also ich wechsle Elektra auf Mauerk, so. So, ich habe den Palast von Hardike jetzt noch nicht so nicht so erkundet. Also werden wir da mal weitermachen, denke ich. Let us go.
Was hat ein Ashmi zur ganzen Sache zu sagen? In einer Militärnation wie Mordane werden nationale Angelegenheiten vom Militärstab geregelt. Das Finanz- und Sicherheitswesen, Meteorologie, Justiz, sämtliche Zweige unterliegen der Aufsicht von Offizieren. Um Monopolisierung zu verhindern, wird darauf geachtet, dass Posten regelmäßig neu besetzt werden. Ich erinnere mich noch gut, wie überglücklich Dacke war, als er dem recht friedlichen Gormor zugeteilt wurde. Letztendlich hat der arme Kerl nicht mehr seine Amtszeit überstanden. Ups. Ich könnte was damit zu tun gehabt haben, aber. Nur vielleicht. So, jetzt gehen wir erstmal hier in diesen Aufzug. Ich weiß nicht, ob es. Der andere hat ja aufs Deck geführt. Ich glaube, der führt tatsächlich zum Thronsaal, wenn ich recht im Kopf habe, oder? Oder führt er auch aufs Deck? Der führt auch aufs Deck, okay. Hier gibt es nochmal so einen Turm. Der Jalin Flügelbezirk. Aber erstmal werden wir uns hier oben natürlich erstmal umsehen, das ist klar. Hier ist nämlich der Marinehafen. Und hier geht's wohl hoch zum Emperor himself. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, weil wir haben ja immerhin seine Schwester dabei. Auch die Schwester. Wenn ich recht im Kopf habe. Aber ich glaube, mittlerweile versteht man ganz gut, warum mich das Spiel so gecatcht hat, weil gerade auch mit der Story, die wir heute schon gesehen haben, das war schon sehr gute Cutscenes, muss man sagen. Der Emperor ist nicht da. Trotz seines jungen Alters ist Kaiser Naya ein äußerst weiser und gütiger Herrscher. Es ist einzig und allein ihm zu verdanken, dass es mit Uriah noch nicht zum offenen Kampfhandlung kam. Ohne seine Majestät wäre in der Vergangenheit sicher weitaus mehr Blut geflossen. Weil Kaiser Naya auf dem Thron sitzt, mache ich mir um den Frieden in Mordane keine Sorgen. Sagt er es nur, weil Mawak dabei ist, oder meint er das auch so? Das ist jetzt die wichtige Frage. Hi Bissoffel, wie geht's? Hab ich gerade komisch ausgesprochen, auf jeden Fall. Hi Bissoffel. Wie du oben sehen kannst, sind wir in der Story ein bisschen weitergekommen. Und die Story geht halt gerade. In so ziemlich eines der schönsten Gebiete des Spiels. Das waren die Leute, die das Spiel hier kennen, sich einigermaßen einig. Eindruck, dass der Staatsapparat im Spiel schon sehr an den Kaiser auch glaubt. Ja, ansonsten wird das, denke ich, nicht so funktionieren. Oh, ich bin auch sehr müde. Ich hoffe, man merkt es mir nicht allzu sehr an. Und wenn, dann kann ich auch nichts dran tun. Herr Mosch. Mein Name ist Herr Mosch. Ich arbeite für das Amt für verlorene Technologien. Unsere Aufgabe ist es, geborgene Güter zur Analyse an das Technische Forschungszentrum weiterzuleiten. Dank organisierter Systeme wie diesem verfügt Mordane über die höchsten Technologiestandards in Allwest. Also jetzt kommt es mit am schönsten. Ja. Ich habe gerade eben schon erzählt, mein Lieblingsgebiet des Spiels kommt ganz am Ende. Oh. Ich habe wieder X und Y verwechselt, wie immer. Also mein Lieblingsgebiet ist das mit M. Am Ende des Spiels. Ich wusste jetzt lange Zeit selbst nicht, wie es heißt, um ehrlich zu sein, aber einfach weil das Gebiet halt komplett einzigartig ist, dadurch, was es ausmacht. Ich muss halt wirklich aufpassen, da nicht zu spoilern, das ist echt schwer. Aber gut, dass du verstehst, was ich meine. Hey, Wadli. Ich
Und ja, man hat, glaube ich, gesehen, warum ich die Klingen-Kombi spiele, die ich spiele. Die Gegner müssen auch einfach einmal geschleudert werden. Und ja. Und übrigens, hey, warte, wie geht's? Ich weiß nicht, ob ich das wie geht's dran gehängt habe, deswegen habe ich jetzt mal gemacht. Was brauchen eigentlich unsere schönen Klingen hier? Kaspar Krabberische. My power ever grows. Blutwelle, Hairane. Finde Schätze beim Bergungstauchen. Sammle Items aus der Kategorie Kunst. Mein D-Raubs. Hier müssen wir immer noch gute Taten vollbringen. Brauchen wir mehr Vertrauen? Hier brauchen wir mehr Vertrauen. Ja gut, Tower spielen wir momentan nicht. Hatte ja jetzt auch am Anfang sehr viel Zeit, in der er sehr präsent war. So, ich hoffe, diesmal kriege ich das mit den Quicktime-Events hier besser hin. Gut, endlich mit dem Vorhang bei der Küche fertig. Nice, ja, stimmt. Du bist ja schon ewig lang die Wohnung am Beziehen. Das nächste Gebiet. Bin gerade am Überlegen. Welches du da meinst. Weil ich weiß halt nicht, was nach Lefuria kommt. Ich habe zwei Gebiete im Kopf. Aber ich weiß gerade nicht, welches von beiden zuerst kommt. Also das Wüstegebiet oder das andere? Vertrauen farmen ist schwierig ohne. Ja, stimmt. Höhle. Hä, die Höhle kommt doch wesentlich später. Ah, ist direkt verbunden. Ah, okay. Das kommt chronologisch, glaube ich, ein gutes Stück später. Das kommt chronologisch später, das weiß ich noch. Aber ja, das ist auch ein super Gebiet. Ich glaube, das kommt in Kapitel 8. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder Anfang Kapitel 9. Es ist auf jeden Fall stark gegen Ende. Ich weiß, hier oben konnte man irgendwie drauf. Aber wie ging das nochmal? Muss mir mal nochmal eine Sache angucken. Hi Poki, wie geht's? Let us go. Super Gebiet, insofern man den. Ja. Da muss ich dir recht geben. Oder Poki, soll ich dir sagen. Oder soll ich eher fragen, gibt es dir heute ein bisschen besser? Aber sonst ist es üblich, ja. Bei dir? Ja, mir geht's müde. Die Sache ist, wir müssen. Ich find's halt irgendwie halt blöd, so über Gebiete in-game zu reden, aber andererseits muss man halt auch sagen, man will halt niemanden spoilern, ne? Für das, was im Spiel kommt, weil ich weiß zum Beispiel, Wadley ist jetzt da, der hat das noch nicht gesehen. Möppi hat das Spiel nicht gesehen. Nur um das mal so gesagt zu haben. Und das sind jetzt die Ball. Die sind jetzt nicht so selten da. Um es mal so zu sagen. Oh verdammt, jetzt kann ich ihn nicht schleudern. Aber ich kann eine Dampfexplosion auf den guten Kollegen machen.
okay, das war der Sturm-Unen. Ich hab halt zuerst noch was anderes gelesen. Anstatt Unen habe ich eine Flüssigkeit gelesen und war so, das Ding kann nicht so heißen. Man muss es halt gut verpacken, ja gut, das stimmt. Come out, come out. So, ich bin aber gerade am überlegen. Wie kommt man nochmal da oben hin? Okay. Ich nehm's. Ich hab nicht gewusst, dass hier ein einzigartiger Gegner rumrennt, aber ich nehm's. Wieso will ich jetzt eigentlich gerade mit Licht kämpfen? Oh, mir fällt gerade eine Combo auf, die wir machen können, ne? Wir können ja jetzt Wasser, Wasser, Dunkel machen. Ich weiß halt nicht, wie viel Aufladung Mauerwerk hat, ist das Problem. Finsterflut. Ich glaube, die habe ich. Ja, das ist nicht die Kombination, die ich am seltensten gemacht habe. Ah, oh, gerade so nicht umgeworfen. Mist. Mit dem guten Percival. Den habe ich tatsächlich in meinem ersten Playthrough kaum benutzt. Das war eine der Klingen, die ich super spät bekommen habe und dann einfach nie benutzt habe. Ich bräuchte mir jetzt halt Gorg, ne? Oh, warte, ich hätte ihn noch umwerfen können. Egal. Oh, hauen wir ihm einfach mal Feuer, Wasser, Feuer rein. Oder Feuer, Wasser, Eis? Ich meine, ich nehme es auch. Nehme ich auch mit. Aber auch interessant, dass ich in beiden Playthroughs Perun und Electra jeweils früh bekommen habe. By the way. Vor allem ist halt nice, dass wir die Flexibilität mit Mithra und Pyra halt haben, ne? Komm näher. Mach deine Dampfbombe, danke. Dann haben wir nämlich gleich drei Elemente, die wir brechen können. Oh warte, sollte auch auf Pyra wechseln. Abgehört, das soll helfen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber das soll helfen. Weiß gar nicht, was für Möglichkeiten man hier hat. Okay, das ist alles Kacke für uns. Wir haben weder Erde noch Blick. Ich würde sagen, dann machen wir einfach jetzt das hier. Gucken wir, ob meine Feuerwürfe haben mich auch dazu gebracht, Licht und Feuer zu fixieren. Ja, es ist halt auch naheliegend, ne? Und das ist halt gut, dass ich hier definitiv das Feuer wegbrechen kann. Das ist halt eigentlich echt gut, weil wenn man einen Elementarbruch hinbekommt, dann geht's eine Runde weiter.
Boah, mach wert einfach das hier. Bisschen Healing kann halt nicht schaden, ne? Und jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Elementarbruch, das heißt, geht noch eine Runde weiter. Komm, hauen wir das letzte Element auch kritisch weg. Damit haben wir dann ja noch eine Runde. Wir feuern den einfach komplett rein, also wirklich mit Feuer. Jetzt sollten wir noch eine Runde haben. Boah, ich glaube, der wird nicht mehr glücklich, der Gegner da. Es hat unglaublich, wie viel Leben man den Gegnern so abziehen kann. Ich wollte gerade sagen, komm schon, das muss ihn doch jetzt töten. Das war ein anstrengender Kampf.